Der Herr sagt, die Tage der Offenbarung sind über euch. Bist du ein verlorener Sohn oder Rebell? Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. November 2005 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr. Ich bin Gott und da gibt es keinen anderen. Ich bin und da gibt es keinen wie mich. Er, der das Ende vom Anfang erklärt und von Urzeiten her Dinge, die kommen werden. Deshalb hört das Wort des Herrn und versteht, alle Dinge, die in meinem Buch geschrieben stehen, sind geschehen, außer jene Dinge der letzten Tage und jenes Urteil, welches kommt. Schaut, der Tag des Herrn rückt näher, und der Menschensohn kommt wie ein Dieb, um all jene wegzustehlen, die an seiner rechten Hand bleiben, und um all jenen, die zu seiner linken bleiben, das Urteil zu überbringen, an groß und klein, reich und arm, gefangen und frei. Denn diese gottlose Generation hält an ihrer Rebellion fest und sie wird ihre Sünden wie Habsucht, falsche Zeugnisse, Diebstahl, Ehebrüche, Morde, Entehrung der Eltern, das Vergessen meiner Sabbate, die Entweihung meines Namens und die Vergötterung von Idolen nicht bereuen. Sie lehnen es wirklich ab, den einzig wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, in Geist und in Wahrheit anzubeten. Denn sie sind eine halsstarrige und extrem boshafte Generation. Deshalb werde ich sie in Stücke schmettern. Denn ihre Sünden sind viele und ihre Übertretungen nehmen kontinuierlich zu. Seht, am Horizont zieht ein großer Sturm auf und er wird stärker. Er nähert sich und ist jetzt hier. Der Himmel ist rot und deutet es an, doch diese Generation bleibt ungerührt. Meine Kinder, die letzten Tage sind hier. Gibt es da irgendeine Frage? Kann sich der Sohn der Erlösung irren? Vom Anbeginn der Welt ist er das Wort der Wahrheit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist er das Wort Gottes. Deshalb wird alles, was er gesprochen hat, sicher geschehen. Und obwohl es in euren Augen den Anschein hat, dass es auf sich warten lässt, erwartet es. Es wird gewiss kommen. Es wird sich nicht verziehen. Denn der Heilige kommt schnell, sagt der Herr. Das sagt der Heilige Gottes, er, der war, ist und kommt. Ich bin das Alles in allem. Und ihr seid von meinem Leib. Soll ich denn nicht das beschützen und zudecken, was ich in meinem eigenen Leib geheilt und gereinigt habe, indem ich alles gründlich eliminiere, was nicht von meinem Leib ist? Und was ist mit jenen, die abgebrochen sind? Sofern sie in aller Treue zu mir zurückkehren, mit einem Herzen, das die Wahrheit spricht, soll ich sie nicht noch einmal willkommen heißen und sie wieder einpfropfen? Sind sie nicht auch gereinigt? Ja, noch mehr werde ich tun, denn sie sind aus einer solch großen Höhe gefallen. Sie wurden niedergedrückt von Stolz und Arroganz und sind hart auf dem Stein gelandet, ernsthaft gebrochen. Jubelnd und dankbar, der verlorene Sohn ist nach Hause zurückgekehrt. Jene aber, die nicht bereuen und umkehren wollen, jene, die an ihrer Rebellion festhalten bis zum bitteren Ende, sie werden ohne Gnadenfrist gebrochen werden. Sie werden unter dem Eckstein erdrückt werden. Sie werden zu Staub zermahlen unter dem Gewicht des Berges, der die ganze Erde zudecken wird. Gefäße des Zorns, bereit für die Zerstörung. Genauso. Amen.